wollen wir jetzt nichts schönreden und wollen die Spiele so schnell wie möglich ja, natürlich gewinnen. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber trotzdem waren wir enttäuscht und wollten wenigstens einen Punkt mitnehmen. Und ich dachte sogar, in der ersten Halbzeit, da wäre noch mehr drin. Wir hätten das Spiel auch gewinnen können. Natürlich auch mit ein bisschen Glück. Aber trotzdem ja, glaube ich, dass der Einsatz war jetzt, also ich glaube, von jedem da in dem Spiel. Wollen wir jetzt nichts schönreden und wollen die Spiele so schnell wie möglich ja, natürlich gewinnen, wollten natürlich mehr Punkte haben bis jetzt, aber es ist, wie es ist jetzt. Wir müssen jetzt das nächste Spiel so gut wie möglich bestreiten und Punkte holen und nicht nur gut spielen oder, keine Ahnung, schön spielen oder was auch immer, sondern erfolgreich sein. Es ist jetzt das zweite Jahr nach dem Aufstieg und das Jahr wird vielleicht noch härter, noch schwerer und deswegen müssen wir noch mehr Gas geben, weil die Mannschaften wissen auch langsam, wie wir spielen, wie wir aufbauen und deswegen müssen wir da jede Chance nutzen. Es geht nicht darum, ob jemand ein Top-Team ist oder nicht. Ich glaube, jedes Spiel ist anders und jede Woche gehen wir ein bisschen anders an, schauen uns die Gegner an und genau, und deswegen wird es auch ein bisschen anders sein. Aber genau, von der Einstellung und von der Aggressivität muss es das Gleiche sein. Ich glaube, alle wissen langsam, wie Union spielt, dass sie eine Top-Mannschaft sind, dass sie aggressiv gegen den Ball kompakt sind und auch viel auf Konter spielen. Und ja, deswegen wird das ein hartes Spiel für uns, ein wichtiges Spiel und ja, wir werden alles daran setzen, dass wir das Spiel gewinnen. Er bleibt immer noch ruhig und wie gesagt, auch taktisch sieht auch jeder gegen Dortmund, dass wir da gut eingestellt worden sind und wie gesagt, in dieser Situation bleibt er ruhig und gibt uns ja, klare Signale vor dem Spiel und deswegen kann ich eigentlich also gar nichts Großes dazu sagen, sondern es ist wie am ersten Tag immer noch klar in seinen taktischen ja, Auswahl und deswegen ist alles okay. Ja, natürlich wäre es schöner, wenn alle fit sind, aber wir wissen, dass wir da genug Alternativen haben. Genau, also ich muss auch sagen, dass Toni Jung das super gemacht hat gegen Dortmund, Marco auch im Zentrum gespielt hat und da man hat da ja, fast keinen Unterschied gesehen, gemerkt. Deswegen war das eine gute Leistung von ihm und ja, aber natürlich hilft das, wenn man sich im Training schon einspielen kann und über mehrere Wochen, Monate. Wie gesagt, ich sage das schon seit Jahren, es muss der Trainer entscheiden. Ich kann nur 100% geben und deswegen, ob ich links, Mitte oder rechts spiele, ist auch egal. Das Gleiche tue ich auch in der Nationalmannschaft, links, Mitte oder rechts und deswegen, ich bin da, um der Mannschaft zu helfen. Ich glaube schon, dass er enttäuscht ist. Ist auch normal, dass er jetzt ja, verletzt ist momentan und der Mannschaft nicht helfen kann, aber er arbeitet hart an seinem Comeback und ist voll integriert in der Mannschaft und ja, wir hoffen, wir haben auch gesehen in den wenigen Minuten, die er auf dem Platz war, dass er der Mannschaft sehr helfen kann und deswegen hoffen wir, dass er so schnell wie möglich ja, fit wird.